sieht es aus bei Toys R Us. Keinen Boden hat das Fass. Für gute Arbeit, guter Lohn. Die Bezahlung ist ein Hohn. Sie ähnelt mittelalterlicher Fron. Ja, wir fahren heute nach Würselen bei Aachen und dort wollen wir Toys R Us heimsuchen. Heute ist der umsatzstärkste Tag im Jahr, der Samstag vor dem dritten Advent. Dort macht Toys R Us 65% seines Jahresumsatzes. Wir wollen den Laden heute ein wenig schädigen, indem wir alternative Kundeninformationen verteilen. Und zwar geht es um Lohnraub und Schikanen, Mobbing, Unionbusting in der Filiale in Würselen. Toys R Us ist die weltgrößte Spielekette, die aber mit massivem Lohndumping nur ihre Profite erzielt. Inwendig ist das im Grunde eine seelenlose Profitmaschine. In diesem Zettel ist notiert, was letztes Jahr hier ist passiert. Und nun werde ich's verlesen, was alles so ist hier gewesen. Ich bin seit 24 Jahren im Unternehmen. Also in den letzten Monaten, was hier abgegangen ist, sehr krass. Ich kann jetzt von mir sagen, für jedes Gespräch also wurde ich abgemahnt. Also ich kann Ihnen sagen, dreimal im Monat wurde ich abgemahnt. Arbeitgeber gibt mir Anweisungen, die werden befolgt und angeblich wird gesagt, die wurden nicht befolgt. Dann suchen wir ein Gespräch mit der Marktleitung. Sogar für dieses Gespräch wurde ich abgemahnt. Aber warum? Wissen wir nicht. Ja, die wollen die Stammmitarbeiter, denke ich mal, loswerden. Gerade in diesen Tagen, wo wir es nicht mehr weit bis Weihnachten haben, beim Hungern und beim Essen die Solidarität nicht zu vergessen. Wir sind solidarisch hier, weil es unglaublich ist, was hier zurzeit in Aachen passiert. Es werden ja absurde Kündigungen ausgesprochen, auch Abmahnungen. Das sind ja Gründe, die gibt es ja eigentlich so gar nicht. Und die Geschäftsleitung guckt einfach zu, die macht nichts und wartet einfach nur ab. Wir sind alle unterbezahlt. Okay, wir haben zwar ein bisschen mehr als wir jetzt die Aushilfen, aber es ist nicht die Welt. Es ist wirklich nicht die Welt. Das eigentlich ganz normale Anliegen ist ein Tarifvertrag. Und wie andere amerikanische oder auch inzwischen viele deutsche Unternehmen in Deutschland, die weigern sich einfach. Martin! 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 Martin, Herr Schulz! Herr Schulz, dass ich das noch erleben darf! Martin Schulz ist gekommen. Schön hier zu sein, in Würselen, da wo ich zu Hause bin. Kollegen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Es wurde auch mal wieder Zeit, in Würselen zu sein. Ich brauche auch diese Erdung immer wieder mal. Und jetzt stehen wir hier vor Toys R Us, nach diesem Spielladen, nach diesem Gasten hier. Und da frage ich mich jetzt, Toys R Us, was heißt denn das überhaupt? Ja, wir sind Spielzeug. Ja, von Konzernen. Wir sind sehr stolz darüber, dass wir so eine große Aktion Unterstützung kriegen. Für uns ist das eine sehr große Kraft und eine sehr große Unterstützung. Also uns tut es gut. Und auf das Flugblatt ein.